Einen wunderschönen guten Tag, liebe Meerwassergemeinde. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um das da hinten, das Jascha 60. Und ja, da sind ja noch ein paar Kleinigkeiten dran zu machen. Und zwar gehe ich mal so ein kleines bisschen hier auf Seite und zeige euch das Becken. Blende ich euch jetzt gleich nochmal etwas näher mit ein. Dann fliegen wir einmal durch. So, bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Ehrlich sagen, ich betreibe dieses Becken hier tatsächlich auf Minimalbasis. Wirklich absolute Minimalbasis. Ich führe händisch tatsächlich momentan noch die Nährstoffversorgung täglich 0,3 Milliliter. Dafür habe ich hier diese unsichtbare Spritze, grün, ich weiß nicht, ob man die sieht. Verkehrt rum mit dem Spritzenaufsatz rein, 0,3 aufziehen und dann dementsprechend dazu dosieren. Das habe ich bisher gemacht. Ist kein großes Ding, hat bisher gepasst, aber der Plan ist ja, das Ganze einfach zu gestalten oder so simpel wie möglich. Und das kriegen wir im Endeffekt nur hin, wenn wir uns tatsächlich hier noch ein paar technische Hilfsmittel zuholen. Grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich hier wieder vollkommen übertrieben habe. Also ich mach die Büchse der Pandora mal wieder auf hier. Ich habe den Korallenwächter hier drin verbaut. Ich habe den Sennai Reef hier drin verbaut. Das sind alles Sachen, die sind tatsächlich too much. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Becken, ich habe den Korallenwächter jetzt tatsächlich hier nur drin, weil ich ihn jetzt weiter testen möchte und tatsächlich einen Vergleich haben möchte, weil er tut momentan das, was er soll. Tatsächlich eigentlich im Moment nicht. Da ist ein kleiner Fehler aufgetreten, wird aber jetzt in nächster Zeit behoben, softwaretechnisch. Und den Sennai Reef, den kann man tatsächlich auch weglassen. Man braucht ihn tatsächlich eigentlich, um dieses Becken hier zu betreiben, nicht. Für mich zum Monitoring ist das eine sehr geile Sache. Weil dann kann ich nämlich feststellen, ob so einige Sachen, die ich jetzt hier gemacht habe, wie zum Beispiel das Ganze hier abgedeckt. Ich habe da eine ganz einfache Kunststoffplatte, also Hobbyglas drauf. Und die habe ich hier in der Mitte, da wo das Licht durch soll, ein bisschen angebohrt. Und den Rest habe ich so drauf gelassen. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass hier bei dem Becken das keinen Einfluss auf den pH-Wert hat. Der ist sogar ziemlich stabil. Weil wir haben ja festgestellt, dass der Sennai tatsächlich ziemlich genau misst. Und zwar identisch misst mit den Sonden. Ja, also Korallenwächter, nice to have, muss nicht. Sennai Reef, nice to have, muss nicht. So, was wir aber definitiv hier drin brauchen, ist einmal da unten meine Obi 5000. Nein, das ist meine eine Nachfüllanlage, eine ATO. Ja, hier jetzt drin verbaut ist die der Osmolator 3 von Tunze. Da der auch ziemlich genau arbeitet und einen sehr kleinen Schaltweg hat. Finde ich sehr geil, den Eimer da unten. Ja, da hat sie gerade kurz nachgefüllt. Der Eimer da unten, da passen 9 Liter rein. Und da unten ist jetzt noch so viel drin. Das sind jetzt 2,5 Wochen, wo das Ganze jetzt am Laufen ist. Und hat schon mal sehr gut funktioniert. Ihr seht da unten meinen Abwasserkanister.
Da kommen wir gleich auch noch zu. Der ist ja einmal für meinen, da, für meinen Korallenwächter. Und zum zweiten habe ich mit der Dosierpumpe ein bisschen was gebastelt. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das im letzten Video tatsächlich erwähnt habe. Ich habe eine Entleerung meines Abschäumers gemacht. Kommen wir aber gleich zu. Ja, wir brauchen eine Nährstoffversorgung und wir brauchen gegebenenfalls hier eine Versorgung für KH und Calcium. Also sprich, brauchen wir mindestens zwei Kanäle für KH und Calcium und zwei Kanäle für N und P, weil wir befinden uns in der Einfachphase. Und was hier auch Phase ist, dass hier keine Tiere noch zusätzlich reinkommen, außer die Schnecken. Ich will hier tatsächlich ohne Fisch und Garnele und Ähnlichem versuchen auszukommen. So, jetzt haben wir hier schon hier und da schon so kleine Punkte wieder gesehen. Das sind Kugelalgen. Da muss ich dran. Die im Prinzip platt machen und nochmal neu. Weil ich möchte hier, wie gesagt, keine Krabben einsetzen. Aber bisher habe ich hier in diesem Becken tatsächlich nichts weiter einsetzen müssen. Ich habe auch keine Algenblüte gehabt. Ich habe keine Bakterienblüte gehabt. Nichts. Ich habe am Boden gestern habe ich den Wasserwechsel gemacht. Abgesaugt und da ist so gut wie gar kein Dreck drin, weil ich fütter ja auch nichts, ich bringe ja auch nichts rein, außer in flüssiger Form. So, und diese flüssige Form habe ich jetzt hier in diese 100 Milliliter Flächen mal reingepackt. Das ist tatsächlich schön für das Dosieren, wie ich es bisher gemacht habe. Gemäß Rechner 0,3 aufziehen und rein. So, jetzt möchte ich dieses Becken hier aber, wie schon gesagt, mit einfachsten Mitteln betreiben. Und das heißt im Endeffekt auch, dass ich eine einfache Effe-Dosierpumpe, also wirklich eine Effe-Dosierpumpe einsetzen möchte. Und tatsächlich hier brauche ich insgesamt 5 Kanäle, wenn ich alles bestücke. Ein Kanal habe ich im Moment schon belegt mit der Entleerung für den Abschäumer. Bleiben wir auf der Evo 4. Auf der, also der alte Reef-Doser von Aquamedic, noch 3 Kanäle. Und hier haben wir den Reef-Doser der neuesten Generation von Aquamedic. Da kommen wir aber in einem separaten Video zu. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es dann so weit ist. Tatsächlich möchte ich den für einen KH nutzen. Jetzt wissen wir, dass die Anlagen von Aquamedic, ich sage es mal, recht günstig sind im Vergleich zu allem anderen, was auf dem Markt sind oder ist. Und wir haben halt auch die Problematik bei diesen Anlagen, die haben dann beide Einschränkungen. Die dosieren nicht so genau wie die Anlage, wie andere Anlagen auf dem Markt. So, jetzt habe ich hier ein Aquariensystem stehen, was, lass mich nicht lügen, 370 Euro, 380 Euro gekostet hat, hier oben. Und da brauche ich ja nicht für den gleichen Preis, das ist auch eine Dosieranlage on top draufzusetzen. Weil Fakt ist, so wie ich es jetzt hier betreibe, mit einfachen Korallen, fliegen wir nachher auch nochmal komplett durchs Becken durch, damit ihr das seht, wie es momentan steht, ist es tatsächlich nicht notwendig, ganz genau zu dosieren. Braucht man nicht. Ist absolut nicht notwendig. Da reicht es auch, eine einfache Dosieranlage zu benutzen. So, und das ist jetzt hier der Plan. Aber damit wir die benutzen können, müssen wir den natürlich erstmal installieren. So, wir haben Schläuche, die wir verlegen müssen. Wir haben einen Einfüllpunkt, den wir uns aussuchen müssen. Hier an diesem Becken habe ich das recht interessant gelöst. Ich stehe mal auf und blende euch mal den oberen Teil mit ein. Wo ist die Videoaufnahme? Da. So. Und dann machen wir hier oben mal auf. Den brauche ich jetzt gleich. So, und das müsste man jetzt eigentlich sehen können. Ein kleines bisschen höher. So, ihr seht, ich habe hier diese Osmoseschläuche genommen.
und habe die warm gemacht und leicht gebogen. Ja, man sieht, das ist einer von den ganz schlechten, ja. habe die warm gemacht und habe da dementsprechend dann die Verbindung, die Verbinder reingepackt. Die kann man übrigens nachkaufen bei Mutze etc. Kein Problem, kriegt man ohne Probleme nach. Und darunter habe ich dann montiert PVC-Schlauch. Ich habe mir PVC-Schlauch kommen lassen, habt ihr ja bestimmt auch für das Becken unten mitgekriegt. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich sage mal, Mindermengen dosiere, ich die Problematik bei den normalen Silikonschläuchen habe, dass die nicht gasdicht sind. So, und auch hier dosiere ich Mindermengen, weil ich jetzt hier am Tag nur 1 oder 2 Milliliter durchpumpe. So, dann kann es natürlich passieren, dass sich da Gasblasen drin bilden. Also holt euch für kleines, schmales Geld diese PVC-Schläuche. Habe ich bei, Achtung, Werbung, Amazon bestellt. Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm. Das Ganze verschlaucht. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, unsere Anlagen müssen natürlich kalibriert werden. So, zum Kalibrieren, hab ich das hier oben schon mal dementsprechend so hingepackt, haben wir zwei Mittel. Entweder wir nehmen die Feinwaage oder wir nehmen einen Messbecher. Jetzt ist tatsächlich bei diesen Anlagen, die im Milliliter-Bereich arbeiten, also kleinste zu dosierende Menge bei diesen Anlagen ist 1 Milliliter. Und das auch noch mit Differenzen. Plus, minus 0,1 bis 0,1 bis 0,3. Circa. Kann auch ein bisschen mehr sein. Je nachdem, wie alt die Anlage ist, wie man kalibriert hat, etc. So. Jetzt müssen wir diese Anlage natürlich erstmal kalibrieren. Und bei der Aquamedic-Anlage hier, bei der Evo 4, ist es so. Und habe ich genug Kabel raus? Ja, da hat jemand vorgearbeitet. Dass wir hier 50 Milliliter abmessen müssen. So. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, das müssen wir wissen. Also wir müssen wissen, wie wird dementsprechend die Kalibrierung vorgenommen. Ich lasse im Prinzip 50 Milliliter in dieses Gefäß hier reinlaufen, nehme entweder das Gewicht, was angezeigt wird, oder nehme die Milliliteranzahl auf der Seite. Jetzt habe ich das im Vorfeld natürlich schon mal getestet und muss sagen, das ist ungefähr gleich. Da wir hier auch nicht wirklich von 100%iger Feindosierung reden, ist das tatsächlich zu vernachlässigen hier. Wenn ich jetzt wirklich was fein dosieren will, ob das jetzt Jod ist, ob das jetzt also im 0,1 oder 0,3 oder 0,5 Milliliter Bereich mit einer anderen Pumpe, dann ist diese Art und Weise, wie ich das jetzt hier kalibriere, nicht okay. Dann muss man genauer arbeiten. So, jetzt muss ich gucken, irgendwo habe ich hier noch, genau, da liegt sie, Wäscheklammer. Wäscheklammer brauche ich jetzt, um den Schlauch zu fixieren. Aber auch da wichtig, ich habe PVC-Schläuche genommen. Diese PVC-Schläuche sind härter. Durch ihre größere Härte lassen die sich auch nicht zusammendrücken. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt hingehe und einen Silikonschlauch nehme und den mit der Wäscheklammer hier oben fixiere, kann es sein, dass der Schlauch zusammengedrückt wird. Dann kommt nicht das da oben raus, was da rauskommen soll. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schnappen uns den Controller, gehen erstmal auf manuelle Pumpe und ich gucke erstmal, ob da oben was rauskommt. Weil, wichtig, bevor ich anfangen kann zu kalibrieren, muss ich mein gesamtes System befüllen. So, dann gehe ich mal auf die erste Pumpe, drück drauf. Ja, ihr seht, da kommt was raus. Ist das zu sehen für euch? Ich neige die Kamera noch mal ein kleines bisschen. So, dann machen wir die Feinwaage an. Und ich wechsle jetzt hier in den Correct Pump Mode. So, kurz warten, bis die Feinwaage sich da gefunden hat. Beim letzten Mal ist da was Flüssigkeit reingekommen. Die ist nicht mehr ganz so hundertprozentig im Justieren. Deshalb
dauert das gerade etwas. Ich habe es also kaputt gemacht. Oder fast. Na, das sieht nicht gut aus. Ich jetzt gerade mal einen Schnitt im Video machen, werde mir eine andere Feinwaage organisieren. So, weiter geht's im Video. Ich habe eine neue Waage organisiert und wir nullen das Ganze mal hier, machen die Waage an und sollte zu sehen sein. Gut. Ja. Also, wir gehen in den Modus korrekt Pumps, das heißt Pumpen korrigieren. Hier drin steht jetzt 50 Milliliter gleich 195. 195 ist die Einheit, mit dem dieses Gerät hier arbeitet. Dann gehe ich auf den Pfeil nach oben und dann beginnt die Chose. Ich habe hier an der Seite meine Skala von diesem, ja, wie nenne ich es? Nee, ist wie es ist ein Urinbecher. Aber da ist auch eine Skala drauf. Die drehe ich mal ein kleines bisschen, damit ich das etwas besser sehen kann, weil es hier nämlich gerade dagegen spritzt. Und dann lasse ich das Ganze laufen, bis diese 50 Milliliter erreicht sind. Und dann habe ich im Endeffekt die Pumpe kalibriert. Ist in der Regel bei allen anderen Pumpen ähnlich gestrickt. Dann wird es über die App gesteuert oder es wird eine geringere Flüssigkeitmenge genommen oder. Wo sind wir? Bei 30. Das passt auch so von der Menge her. So, jetzt muss ich aufpassen. Bei ungefähr 48,5 müsste ich drücken. Das weiß ich schon mal. Ja, fast. 49,69. So, jetzt gucke ich auf die Skala hier. Wir haben tatsächlich ein kleines bisschen mehr drin. Aber ich hatte ja vorher auch schon kurz was reingepumpt. Also, grundsätzlich passt das. Und ob das jetzt ein Milliliterchen mehr ist oder nicht, bei 50 Milliliter ist vollkommen wurscht. Aber was wir jetzt machen können, ist tatsächlich das Überprüfen, ob das, was das Gerät hier eingestellt hat, beziehungsweise jetzt kalibriert wurde, ob das passt. So, und das machen wir relativ einfach. Ich merke mir die Uhrzeit hier, 21:29 und 10 Sekunden. Ja, okay, dann gehen wir auf 21:31 für diesen Kanal und ändern das Programm. Kanal 1, eine Dosierung, 2 Milliliter. Erzähle ich euch gleich, warum. So, und jetzt muss ich auf 31 einstellen und dann dosiert die Pumpe mir gleich die entsprechende Menge. So, Zeit läuft noch, wir haben noch etwas Zeit und ich gehe hin und nulle das Gerät wieder. Weil egal wie viel da jetzt drin ist, oder fast egal wie viel da jetzt drin ist, dieses Gerät ist tatsächlich in der Lage, dass ich nochmal auf Null drücke und ich kann jetzt hier dementsprechend gleich die Menge abgreifen. Muss allerdings darauf achten, dass es halt anbleibt. Ich glaube 30 Sekunden oder so haben wir tatsächlich... Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, um das hier wirklich fehlerfrei... So, jetzt hängt es frei. Drücken nochmal auf 0. Haben noch 30 Sekunden. Und wichtig ist natürlich, dass wenn Pumpen neu sind, also wenn ihr eine neue Dosierpumpe kauft, dass ihr das in regelmäßigen Abständen überprüft. Und vor allem innerhalb der ersten 1 auf 2 Tage nochmal überprüft, ob das, was ihr eingestellt habt, auch tatsächlich funktioniert. Ganz, ganz wichtig. So, wir haben noch 15 Sekunden und dann sollte diese Pumpe hier dosieren. Ich drücke nochmal auf 0, damit die jetzt nicht auf die Idee kommt, sich abzuschalten. Zwei waren eingestellt und ihr seht, ja, 2,4. Das heißt, wir haben ungefähr
1,2 ist der Minimalwert, wenn ich jetzt 1 Milliliter einstellen würde. Das ist vollkommen im Toleranzbereich dieser Dosierpumpe. So, passt soweit. Das Ganze muss ich natürlich jetzt mit allen anderen Kanälen noch wiederholen. Und jetzt kommen wir mal zu der Kleinigkeit, wie ich hier vorgegangen bin. Ich blende mal eben die Pumpe wieder aus. Pumpe, 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 da. So, und schnappe mir meinen Dosierbehälter, den ich gerade leer gezogen habe, weil ich habe im Vorfeld sauber gearbeitet, also sprich den Becher sauber gemacht, ausgewischt, vernünftig, da war keine andere Flüssigkeit drin, dann kann ich das Ganze auch zurückkippen. Es muss aber wirklich sehr sauber gearbeitet werden, damit das gemacht werden kann. So, jetzt habe ich hier die Problematik, habe ich euch ja eben gesagt, dass ich hier 0,3 Milliliter von meinen Nutritons dosieren muss. So, hier habe ich die Originalflüssigkeit in der 1:1 Konzentration, also in der Originalkonzentration. Hier habe ich eine verdünnte Version. So, gemäß Rechner für dieses Aquarium, diesen Korallenbesatz, für den Stand der momentanen Einlaufphase, sagt ATI 0,3 Milliliter Nutritons. So, Kopfrechnen schwach, Religion katholisch. Wenn ich jetzt hier das Ganze dritteln würde und den Rest mit Osmosewasser auffülle, dann würde 1 Milliliter hiervon 0,3 reinbringen. Das, was ich brauche. So, jetzt schreitet aber mein Korallenwuchs hier fort. Meine Nährstoffwerte sind regelmäßig weit im Keller, weil meine Korallen ziehen oder weil die Biologie zieht. Dann muss ich mehr dosieren. Jetzt habe ich mit einer 1:3, also sprich ein Drittel Verdünnung, aber nur die Möglichkeit, entweder 0,3 oder 0,6. Doof, oder? Ich rechne das hier gerade nur ganz grob. Geht jetzt nicht auf die genauen Kommastellen ein oder etc. Das ist ein Rechenbeispiel. Hier bin ich jetzt hingegangen und habe tatsächlich, da habe ich es sogar richtig gemacht, eine Menge von 16 Milliliter genommen, 16, noch was, Milliliter, und habe den Rest auf 100 Milliliter aufgefüllt. Und so eine Verdünnung von, ist das 1:6? Ich glaube schon. Wenn es falsch ist, blende ich es unten nochmal ein. So, heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt von dieser Flüssigkeit die Konzentration 0,3 haben möchte, hiervon, muss ich davon 2 Milliliter dosieren. Deshalb auch die Einstellung an der Dosierpumpe 2 Milliliter. So, jetzt habe ich aber dadurch auch die Möglichkeit, geringfügig nach oben zu gehen oder geringfügig nach unten. Jeweils um 0,16. Genau. In der Konzentration hier. Heißt, wenn hier zu wenig drin ist, kann ich die Konzentration durch 1 Milliliter mehr Zugabe von 0,3 auf 0,46 steigern, wenn ich das möchte. Ganz korrekt gerechnet wäre es eigentlich 0,32 und anschließend werden die Steigerungen auf 0,48. So, damit auch alle, die jetzt im Hintergrund nachrechnen, da auch zufrieden sind. Wie gesagt, bei diesem Becken müssen wir nicht päpstlicher sein wie der Papst. Und das ist eine Sache, die ihr dann im Endeffekt mit diesen Pumpen hier durch Verdünnung mit sauberen, frisch abgezapften Osmosewasser und sauberen Behältern erreichen könnt. Das müsst ihr dann im Endeffekt halt nur runterrechnen. Einfacher Dreisatz. Ja, ob das jetzt alles so richtig war, was ich hier gerade erzählt habe, werde ich im Nachhinein nochmal nachrechnen und wenn es dann im Originalvideo nicht gepasst hat, schreibe ich es dann drunter. Gut, das war soweit der Plan dazu. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich jetzt noch beim Dosieren erzählen wollte? Ach so, ja. Gehen wir mal eben kurz nochmal oben auf die Dosierpumpe bzw. auf den Schlauch. Ich blende das Ganze nochmal ein hier.
Da. Und zwar hatte ich euch ja hier, müsste zu sehen sein, ich habe hier den Schlauch mit dem Abschäumer verbunden. Und zweimal am Tag geht meine Dosierpumpe hin und zieht mir da jeweils 50 Milliliter, eingestellte 50 Milliliter, an Flüssigkeit raus. Diese wandert da unten in den Behälter rein. Das heißt, ich muss mich um diesen Abschäumer nicht kümmern. Weil in der Einlaufphase, in den ersten Tagen, habe ich gemerkt, dass der mindestens einmal am Tag voll war. So, und den da hinten raus zu poolen, um wieder einzusetzen, auszukippen, das war mir zu... Ich bin ein fauler Mensch. Und deshalb bin ich hingegangen, habe diesen Schlauch hier drangepackt, auch PVC-Schlauch, den bis unten auf den Boden gebracht, die Pumpe angeschlossen und den Ausgang der Pumpe unten in den Behälter rein. Ja, das dazu. Dann kann ich das hier nämlich wieder zurückbauen. Natürlich muss ich jetzt mit allen anderen Kanälen das Gleiche machen, was ich jetzt gerade hier mit diesem einen Kanal gemacht habe. Aber das würde das Video jetzt sprengen, will ich nicht. Von daher würde ich sagen, belassen wir es heute erstmal dabei. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten Video schauen wir mal, was wir machen. Und ich fliege mit euch gleich nochmal durchs Becken. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper.